Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Es gibt endlich mal was Neues, Nennenswertes in Elden Ring. Und zwar wurde ein neuer Glitch gefunden, womit man Mock besiegen kann, ohne ihn zu bekämpfen. Und ihr wisst, das ist glaube ich jetzt das dritte Video, was ich zu Mockwin aufnehme, dass man ihn besiegen kann, ohne gegen ihn zu kämpfen, also ein Glitch. Und ich glaube, der hier ist der erste, der vielleicht nicht gepatcht wird, weil er echt kompliziert ist und den wahrscheinlich sehr, sehr wenige wissen. Also was ihr machen müsst, ist relativ simpel. Ihr müsst niemanden besiegen, ihr müsst nur einen bestimmten Weg gehen. Von Dynastie-Mausoleum Mitte. Dort startet ihr. Ihr müsst Mokwe natürlich schon gespawnt haben. Ihr müsst also wirklich einmal in den Bosskampf rein, Mokwin spawnen, wieder raus, das heißt Spiel beenden und dann wieder hier zurück, Dynastie-Mausoleum Mitte und von hier aus quasi dann loslaufen. Und zwar geht ihr vom Leuchtfeuer, von der Gnade aus hier vorne hin und sucht einen kleinen Vorsprung. Da vorne ist er, also hier der, wo ich jetzt drauf springe. Dort müsst ihr, bupp, einmal drauf und dann dort, wo meine Seelen liegen, müsst ihr hinspringen. Da müsst ihr so einen kleinen Curve-Sprung machen. Das ging easy. Und von hier aus macht ihr am besten den Sprint-Sprung-Trick. Ihr springt einmal, haltet Kreis gedrückt, sobald ihr landet oder in der Luft. Dann nach vorne und springen. Hier vorne auf den Vorsprung müsst ihr springen. Dann hier einmal runter. Der Weg ist relativ lang und kompliziert. Folgt mir Step by Step. Dann habt ihr hier so einen kleinen Vorsprung, da müsst ihr einmal drauf, zack. Und dann einfach die ganze Zeit weiter geradeaus, 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 hier vorne hoch, hier hoch, hier hoch, bis ihr da vorne rüber müsst. Dann geht ihr hier wieder runter, hier rüber, hier hoch und hier könnt ihr jetzt euer Pferd rufen, weil diesen Sprung, den schafft ihr nicht ohne das Pferd. Dann holt ihr einmal Torrent. Und macht den Sprung hier rüber. Und dann verschwindet das Pferd auch schon wieder. Und jetzt könnt ihr euch an diesem Felsbrocken, wo ist er denn? In der Luft orientieren. Also einmal gehe ich, also ich gehe mal nach hier vorne, weil hier ist das große Loch. Dann weiß ich, okay, hier nicht mehr weiter. Hier muss ich nach links. An dem Stein hier vorbei. Und jetzt müsst ihr aufpassen, wenn ihr hier lang geht, verschwindet ihr kurz. Das macht aber nichts. Ihr könnt einfach weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Und dann seid ihr wieder da. Hier einmal kurz hoch. Hoch, hoch, hoch und da ist der Stein, den ich meinte. Auf den Stein zulaufen. Den Stein da oben in der Luft, ne? Auf den zulaufen und jetzt aufpassen. Hier unten kommt das Loch, was ihr sucht. Ihr könnt ja auch das Pferd wieder rufen, das braucht ihr gleich. Hier ist das Loch, ne? Seht ihr, hier geht's runter. Jetzt müsst ihr einmal euer Pferdchen rufen und hier runter droppen. Noch weiter runter droppen. Dann könnt ihr einmal hier rüber springen. Und von hier aus müsst ihr jetzt runter droppen. Und dann angreifen drücken. Angreifen spam, die ganze Zeit angreifen spam. Das werde ich jetzt für euch mal kurz vorspulen, weil das dauert ungefähr 1 bis 2 Minuten. Ihr müsst die ganze Zeit Angriff spammen. Also R1. Ihr müsst auch nicht keine Waffe in der Hand haben. Einfach Angriff spammen ohne Ende. Und irgendwann kriegt ihr dann unten rechts die Seelen. Bis dahin spule ich mal eben vor. So, jetzt ist alles despawned. Ihr kriegt massig Seelen. Und jetzt könnt ihr im Prinzip ganz schnell wieder zurückporten. Habt die Seelen noch. Und Mokwin wurde besiegt. Der ist dann despawned und dann auch tot. Und ja, das ist der neue Glitch, um Mokwin zu besiegen, ohne dass man ihn besiegt. Lasst mal gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr den benutzen werdet. Ich hoffe, dass demnächst der DLC zu Elden Ring kommt oder announced wird. Vielleicht zur Jahreswende, vielleicht zum Weihnachtsgeschäft, vielleicht Anfang des Jahres, man weiß es nicht. Lasst gerne ein Like auf dem Video da, folgt dem Kanal für mehr solcher Videos, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal, haut rein.